Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Halo Cluster News. Wie die meisten unter euch vielleicht bereits mitbekommen haben, hat IGN eine gewisse News-Partnerschaft mit 343 Industries aushandeln können, weshalb in letzter Zeit vermehrt Neuigkeiten bezüglich Halo auf IGNs Channel zu sehen waren. Darunter Gameplays und Entwickler-Walkthroughs der verschiedenen Maps, ein Video zum Halo-Channel und ein Video zur Schmiede. Ganz nach dem Motto „Das Beste zum Schluss“ werden wir uns als erstes den Entwickler-Walkthroughs widmen. Hierbei spricht IGN's Ryan McCaffrey mit Max Hoberman über die 6 überarbeiteten Karten, die in Halo 2 Anniversary vorzufinden sein werden. Er geht dabei genauer auf die Beweggründe für gewisse Designentscheidungen ein und erläutert die genauen Unterschiede zwischen den Originalkarten und denen, die überarbeitet wurden. Weiterhin hat Herr McCaffrey auch seine Zeit genutzt, um mit Kiki Wolfkill über die genauen Features des Halo Channels zu reden. Der Halo Channel ermöglicht es dem Nutzer, mit dem Universum und der Community in näheren Kontakt zu treten. So werden zum Beispiel dank der neuen Partnerschaft zwischen 343 Industries und Twitch Streams der Master Chief Collection oder später auch von Halo 5 Guardians direkt in der App, die für Xbox One, Windows 8 und Windows Phone erscheinen wird, verfügbar sein. Diese werden zudem noch mit einem Scoreboard aufgepeppt und ermöglichen so ein optimales Zuschauererlebnis. Auch sollen die Streams nach Freunden, E-Sport-Größen und ihrer Beliebtheit sortierbar sein. Für die, die es dann kaum noch erwarten können, selbst zu spielen, wird es durch Drücken der Y-Taste einen einfachen Weg in eine dem Stream entsprechende Lobby geben. Jedoch bleiben die Möglichkeiten des Halo-Channels nicht nur bei Streams, sondern machen auch vor sozialen Netzwerken nicht Halt. So soll zum Beispiel Twitter eine tiefe Integration erhalten und von überall aus relevante Tweets zu den Inhalten, die gerade konsumiert werden, darbieten. Damit noch nicht genug, wird auch eine sogenannte Enzyklopädie den weniger Erfahrenen unter uns einen leichten Einstieg ins Halo-Universum bieten, indem auch diese in Verbindung mit angebotenen Inhalten nutzbar ist. So lassen sich zum Beispiel Serien wie Forward Unto Dawn oder das kommende Halo Nightfall Szene für Szene auseinandernehmen und analysieren. Dabei werden die Hintergrundinformationen zu den in der Szene vorkommenden Akteuren in der Enzyklopädie nachgeschlagen. Zu guter Letzt wurde dann auch noch Dave Mertz, der Projektleiter von Halo 2 Anniversary, von Ryan McCaffrey in einem Video zur neuen Schmiede ausgenommen. In diesem zeigt Mertz eine der Schmiedekarten, namentlich The Wash, die komplett leer sind und Schmiedern viel Platz zum Bauen bieten. Er widmet sich dabei zuerst den neuen Bauteilen der Naturpalette, die neue Möglichkeiten bieten sollen, eigene Landschaften zu erschaffen. Dabei erklärt er, dass die Präzisionsbearbeitung zurück ist und sich nun auch auf das Rotieren von Bauteilen bezieht. Bemerkenswert ist, dass sich durch die zusätzliche Rechenleistung der Xbox One nun deutlich größere Areale mit deutlich mehr Objekten darstellen lassen. Auch wurde ein von der Community lang ersehntes Feature eingebaut: Scripting. So lassen sich nun in Zusammenhang mit Konsolen und Schaltern kleinere logische Funktionen erstellen, wie explodierende Fahrzeuge auf Knopfdruck, sich öffnende Tore und Türen sowie die Möglichkeit, Objekte erscheinen oder verschwinden zu lassen. Gezeigt wurde auch noch ein Banshee mit Separatistenbemalung. Das ambitionierte Fanfilmprojekt L058 sucht Unterstützer auf Kickstarter. Der Film soll in vollendeter Form von der Geschichte von Spartan Linda, einer Freundin des Master Chief und begnadeten Scharfschützin, handeln. Um entsprechende Requisiten und Schauspieler bezahlen zu können, haben sich die Köpfe hinter dem Projekt ein Ziel von $21.000 gesetzt, das sie nun hoffen, auf Kickstarter verwirklichen zu können. Auch kleine Beiträge helfen weiter. Wer also Lust hat, schlussendlich mal einen Halo-Film zu sehen, dem sei nahegelegt, ein wenig Geld in das Vorhaben zu investieren. Abschließend sei noch darauf hinzuweisen, dass die Master Chief Collection nun auch als Steelbook-Version auf Amazon vorzubestellen ist. Sicherlich, wir fiebern alle sehnlichst dem Release der Master Chief Collection entgegen und wollen endlich losrocken. Aber das Ganze kommt mit einem gewissen bitteren Beigeschmack.
um es mal so auszudrücken. Denn wer sich gedacht hat, ich hole mir mal eben die Master Chief Collection, lege sie ins Laufwerk, installiere sie kurz und rock dann die Multiplayer, der wird leider enttäuscht. Frank O'Connor hat sich bereits dafür entschuldigt, einen 20 GB Patch nachliefern zu müssen. Das hat aber auch einen Grund. Die contentgeladene Master Chief Collection reizt den Diskspeicher der Blu-ray mit ihren 45 GB mehr als aus. Um nicht eine zweite Disk beilegen zu müssen, ist eben dieser 20 GB Patch noch erforderlich. Der Grund, warum man es nicht mit einer zweiten Disk versucht, wird wie folgt begründet. Die Collection sei als einzelnes, einheitliches Produkt designt worden und zwischendurch Disks zu wechseln, das hätte wohl das Gesamtbild etwas gestört. Das war bei Halo 4 zwar auch kein Problem, den Multiplayer eben von einer zweiten Disk zu installieren, aber immerhin ist es uns vergönnt, während des Downloads schon einmal die Kampagne anzuspielen. Aber nicht nur der Multiplayer wird via Patch nachgeliefert, sondern auch die episodische Koop-Kampagne Spartan Ops. Diese wird uns dann im Dezember zum Download bereitstehen, da sie derzeit noch ein Feinschliff unterzogen wird. Der Kinomodus ist seit Halo 3 ein absolutes Muss für alle nachfolgenden Halo-Spiele. Auch die Master Chief Collection wird deshalb den Kinomodus beinhalten, jedoch mit einigen Einschränkungen. Es wird wie gewohnt möglich sein, Gameplays zu speichern und ins File-Share hochzuladen. Was jedoch Clips anbelangt, so baut 343 Industries ganz auf die Xbox One eigene Programmsoftware Game DVR. Halo 2 gilt als wichtigster Serienteil und hat das Genre nachhaltig geprägt. Deshalb bekommt es eine eigene Dokumentation, die die Entstehungsgeschichte des Originals und des neu aufgelegten Spiels zeigen wird. Für diejenigen, die an der einstündigen Dokumentation interessiert sind, ist in der Videobeschreibung ein Link. Microsoft hat sich in den letzten Tagen zu den bisherigen Verkaufszahlen des Halo-Franchises geäußert. 60 Millionen verkaufte Exemplare sei kein schlechter Schnitt für einen Exklusivtitel und ein ordentlicher Sprung seitdem der Start der Reclaimer-Trilogie mit Halo 4. Seinerzeit stand die Reihe bei 40 Millionen verkauften Exemplaren. In der MCC wird es eine neu erstellte Kampagnenrangliste geben. Dies wurde nun bekannt gegeben. So wird es unter anderem ein zusätzliches Ingame-HUD geben, das zu jedem beliebigen Zeitpunkt den Fortschritt innerhalb einer Mission anzeigt. Dabei zeigen grün bzw. rot gefärbte Balken an, ob ihr aktuell vor oder hinter euren Freunden liegt. Um die Punktzahlen zu erhöhen, könnt ihr unter anderem den Schwierigkeitsgrad erhöhen oder Skill-Multiplikatoren bzw. Skulls verwenden. So habt ihr die Möglichkeit, euch auch anderweitig mit euren Freunden zu messen, nicht nur anhand von erreichten Achievements, die nebenbei gesagt um 50 weitere erhöht wurden. Wer jetzt schon Ausrüstung für Halo 5 freischalten möchte, kann das mit der Master Chief Collection schon tun. Durch besonders schwierige Achievements schaltet ihr zum Beispiel schon sehr coole Rüstungen frei. Selbst durch das Ansehen der beiliegenden Serie Halo Nightfall schaltet ihr Inhalte frei. Also nichts wie ran. Mit der nun schon 10. News-Folge ist es an der Zeit, dass wir uns auch weiterentwickeln. Das habt ihr sicher schon am neuen Design bemerkt, aber auch inhaltlich wird es Zeit aufzustocken. Daher werden wir in dieser Folge die E-Sports-Szene etablieren. 343 Industries hat die offizielle E-Sports-Liga Halo Championship Series, kurz HCL, für Halo 2 Anniversary angekündigt, um in den E-Sports-Sektor vorzutreten. Den Start der Liga gibt, wie immer, der Release der Master Chief Collection. Mit der beginnt ja sowieso alles Neue, Coole bei Halo. Ich liebe es! Derzeit werden noch letzte Vorbereitungen mit den Partnern wie Twitch, der ESL und einigen Turnierorganisatoren getroffen. Nun zu den Fakten. Erstens, im Fokus der Liga stehen ausschließlich die überarbeiteten Maps. Zweitens, die erste Saison startet wie gesagt mit dem Release und endet im März 2015. Drittens, die Teams, bestehend aus jeweils 4 Spielern, treten in einer vorgegebenen Serie von Online-Partien sowie LAN-Events gegeneinander an. Viertens, alle der offiziell genehmigten Turniere, egal ob LAN oder online, gewähren HCS-Punkte für das Siegerteam. Fünftens, am Ende der Saison werden diejenigen Teams mit den meisten HCS-Punkten zum großen Saisonfinale im März 2015 eingeladen. Weitere Details diesbezüglich folgen noch. Sechstens, das offizielle Regelbuch für die Halo Championship Series wird in den nächsten Wochen von 343 Industries veröffentlicht. Wenn das für euch interessant klingen sollte, dann könnt ihr euch mit eurem Team in Kürze für die Liga registrieren. Den Link zur genauen Halo Waypoint Adresse findet ihr selbstverständlich, wie immer, wo in der Videobeschreibung. Also reinschauen, draufklicken und dann geht's ab, auch für euch.
Vom 8. bis 11. November findet zu Ehren der Master Chief Collection das Halo Fest statt. Dieser kann via Twitch, Xbox Live oder auch Xbox.com mitverfolgt werden. Neben Interviews mit den Entwicklern wird erstmals ein Einblick in die Halo 5 Guardians Beta und der ersten Folge von Halo Nightfall gewährt. Es lohnt sich also, da mal reinzuschauen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Zudem findet auch ein Halo-Turnier statt. 32 Spieler treffen dort in Halo 2 Anniversary aufeinander und es gibt 50.000 US-Dollar abzusagen. Wer relativ viel auf YouTube oder auch auf der Gamescom unterwegs ist, dem ist wahrscheinlich Maxi aus dem High-Five-Team sicher bekannt. Sie ist das Wochenende vor Ort und wird sich dort genauer umsehen und ihre Meinung als eingefleischter Halo-Fan abgeben. Und wer mit dem Programm des High-Five-Channels vertrauter ist, dem sollte das Format Fab 5 geläufig sein. Dazu auch zum Thema Halo mehr. Wir haben euch auch diese in die Videobeschreibung verlinkt, also ihr merkt, es gibt allerhand zu sehen. Was soll ich sagen, Leute, das war Folge 10 der Halo Cluster News. Das ist die letzte Folge mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit vor dem Release der MCC. Ich wünsche euch deswegen an dieser Stelle einfach mordsmäßig viel Spaß mit dieser Collection. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit, da alles durchzuschauen, alles auszuprobieren und ja, findet Zeit für Story und Multiplayer im gleichen Maße. Ich hoffe, wir sehen uns da und ich hoffe auch auf weitere viele, viele Aktivitäten, die jetzt hier in nächster Zeit besonders wieder stattfinden werden, da Halo jetzt wieder vollständig zurück ist im Spiel. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, und ich bin euer Venny und macht's gut. Guten Tag und so. No. If he leaves the Covenant fleet to Earth, they won't stand a chance. You have to stop him. I need a weapon. We're going in. Remaining platforms are now ready for remote activation. From here? Ma'am, without a destination solution. We are not losing that ship.